Was geht und ihr seht schon, wo ich heute bin. Im Hintergrund das Austria-Stadion, denn heute wurden wir eingeladen von Abonnenten. Dennis Distaric, der bei der Austria Amateure spielt, dass wir zuschauen gehen. Es ist Wiener Derby, also Austria Amateure gegen Rapid Amateure. Falls ihr euch fragt, wo Dennis heute ist, also Dennis Salioski, der hat heute für die Uni zu tun, deswegen bin ich wieder alleine vor der Kamera. Aber ja, ich werde euch mitnehmen, euch ein paar Spielszenen zeigen von Dennis. Er spielt, glaube ich, jetzt das vierte, fünfte Mal bei der zweiten Mannschaft, hat schon sein Debüt da geschossen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Stadion. Let's go. So Leute, reingesteppt im Stadion, ist gefühlt schon unsere zweite Heimat geworden. Sind jetzt zum dritten Mal, glaube ich, hintereinander hier. Aber immer wieder schön, das Stadion zu sehen. Ja, die Mannschaften sind schon draußen am Aufwärmen hier aus der Wien. Und rechts Rapid Wien. So Leute, schaut mal, wie nah wir am Rasen da sind. Also heute natürlich zweite Liga, wird sicherlich nicht ausverkauft sein. Aber ja, der Rasen schaut mega aus, Wetter ist auch top und ich bin hyped auf das Spiel. Wir haben uns hingesetzt, Reihe 1. So sieht unsere Sicht aus. Also wir sind wirklich, wirklich sehr nah am Platz. Und ja, ich bin heute übrigens mit einer meiner besten Freunde da, der liebe Micho, Milan heißt er. Wie gesagt, ist einer meiner besten Freunde, wird mir heute etwas helfen beim Filmen. Dennis ist wie gesagt auch verhindert wegen seiner Uni. Und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ist übrigens unser erstes, so ist es, er kennt sich aus, ist übrigens unser erstes zweite Liga-Match. Und ja, jalla. So, ich habe gerade nachgeschaut, wie die Tabellensituation in der zweiten Liga ausschaut. Austria ist am Tabellenplatz, welchen? 14 und genau, Rapid ist am Tabellenplatz 11. Austria ist derzeit in der Abstiegszone mit 4 Punkten Abstand von der Nicht-Abstiegszone sozusagen. Die Tabelle blenden wir hier nochmal ein. Und ja, es geht um einiges, aber auch für Rapid. Also die sind nicht, der Punkteabstand zwischen den beiden Mannschaften ist nicht so groß. Also es geht wirklich noch um einiges. Ich so übrigens, meine Prediction habe ich noch nicht abgegeben. Boah, ich tippe auf ein, ja, beim Derby kann man mit 1-1 nie falsch liegen. Aber ich sag trotzdem, Austria Wien wird alles geben und 2-1 gewinnen. Was sagst du? Was gibst du? 1-1. 1-1? Kann man nichts falsch machen. Ja. In wenigen Minuten geht's los. Da seht ihr Dennis gleich mit einem Wahnsinnsabschluss. Sitzt heute mal auf der Bank, aber er wird sicher reinkommen. Wie gesagt, im letzten Spiel hat er sein Debüt-Tor gemacht. Und mal schauen, wenn er da reinkommt, was er so zeigt. Aber Dennis ist wirklich ein sehr talentierter Spieler. War schon in ein oder anderen Video von uns zu sehen. Auch gegen den Schalke-Spieler Tristan Osmani. Also der Bre, wenn er so weitermacht, wird er auf jeden Fall Profi. Beziehungsweise ist er schon, aber er wird noch eine gute Karriere haben. Da ist er, aber kein Bild, weil er zu schier ist. Weil er zu schier ist, der Dennis. Die Männer laufen ein. Auf der rechten Seite Rapid Wien und auf der linken Austria Wien. Wiener Derby in der zweiten Bundesliga. Der Ampel für Rapid. Gleich geht's los. Ich glaube, Rapid spielt sogar mit einer Dreierkette. Also die Männer spielen auf jeden Fall offensiv. Ah ja Leute, um das klarzustellen, weil immer wieder in den Kommentaren vorkommt, ja, wie könnt ihr Austria-Fans sein, wie könnt ihr Rapid-Wien-Fans sein, Dennis und ich sind wirklich neutral. Das letzte Mal haben wir uns halt wegen dem Ausgleich gefreut, ja, aber ansonsten sind wir neutral, also es ist wurscht, wer da gewinnt. Gut gemacht hier, von der Nummer 38. Oh, oh, sehr gut, guter Abschluss. Oh nein, Abschluss war nicht überragend, aber... Erster Vorschuss für Austria. Und übrigens, Austria-Fans sind auch am Start. Auch in der zweiten Bundesliga werden die Pfeilchen ordentlich unterstützt. Gut angepresst von Austria, aber, ja, aber auch gut gelöst von Rapid. Ich muss sagen, ersten paar Minuten sehr, sehr hektisch. Viele Ballverluste, keine Spielaktionen dabei. Aber dieser Pass war ja mal, oh mein Gott, wenn ich wieder. Gut, der macht das jetzt gut. Eiskalter Wind. So schnell kann es gehen. 1-0 für Rapid.
Gerade eben habe ich noch gesagt, sehr hektischer Anfang, aber die Aktion war überragend. Auch der Pass überragend zu René Krivak, der vor der zweiten Saison bei Wiener Sporting gespielt hat. Und jetzt da bei Amateure von Rapid Wien die Liga zerbombt. Echt cool, aber dass sie wirklich auch in der zweiten Bundesliga Fans haben, die wirklich hinter der Mannschaft stehen. Sieht man sicherlich nicht oft. Und motiviert die Jungs auch sich auf ein anderes Niveau. Mit Ansagetor. Ich sag das in jedem Fall von den AKs mit Ansagetor. Ich hab es gesagt, mit Ansagetor. Ja, 2-0 steht. Eigentlich 2-2 Schüsse aufs Tor von Rapid und 2 Tore. Ja. Auch den wunderbaren Pass. Ja. Aber schau, der kann es doch gut schon 2-1. Oh, was für eine Flanke! Ich sag, da kann es doch schon gut 2-1 oder 2-2 stehen. Also wenn man diese Situationen gut fertig spielt, steht es jetzt 2-2. Wieder Prohaska-Analyse. Der Spieler würde jetzt sagen, der war Absicht. Oh! Es ist selber Caragorreu! Ich sag's ja! Also die Partie hat sie sich. 2-1? Ja! Die Partie hat doch so einiges zu bieten jetzt! Oh, gute Flanke! Ich sag schon wieder! Weißt du das? Weißt du das? Schulzbar! Wenn du weiter in der Mitte stehst! Machst du ein Tor? Glaub mir, ich bin Scout professioneller. Oh, die Schauer, unser Abonnent. Oh, guter Ball. Oh. Was halt wirklich cool zu sehen war, ist, der hat ja ein Tor gemacht. Der ist eigentlich normal Stürmer und der war gerade wie Nemanja Vidic in der Verteidigung. Krankverteidigung. Alles gut, Mann. Elfer! Elfmeter für Austria! Ja, hab ich gut gesehen. Habt ihr das gesehen? Ich habe ein Auge wie ein Adler. Ich sag's euch, wie es ist. Bitte, viel Schauer. Mach ihn du, Abonnent, geh hin, nimm dir den Ball, hör zu. Nimm dir den Ball und mach ihn einfach. Er macht ihn wirklich, oh mein Gott. Er macht ihn tatsächlich. Hilfe! So Leute, ich sag's euch jetzt, wie es ist. Ich sag's zum tausendsten Mal heute, aber der Typ ist Abonnent. Weil er Abonnent ist, macht ihn ganz bestimmt rein. Er hat unsere Schusstechnik-Tutorials schon sicher geschaut. Flo, du bist ein Weltspieler. Hein rein, genau wie Calhanoglu gegen Juve. In die Kreuzecke und yalla. Schall ihn rein. Komm, du bist der Beste. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Ja! Du bist ein Weltspieler, du bist der Beste. Da ist er. Hilfe, die coole Haare der Brehan. 2-2, unser Abonnent Flo Fischauer macht den Ausgleich. Aber wie er den reingeschallert hat, muss man mal nachmachen. Und übrigens Flo, coole Haare. Die Lauf soll ich haben. Ja, ein Luftloch, oh mein Gott. Ah, das ist natürlich Oh mein Gott. Also das ist rot, dieser letzte Mann gewesen. Er hat die gelbe in der Hand. Egal, alles gut, muss auch mal dreckig sein. Auch mal die gelbe abholen. Leute, ich sag Tor. Sag mal kein Tor. Oh. Tor? Hilfe, Alter, mit Ansage. Der Bremen macht jetzt zweites Tor. René Krivak, Doppelpack. 3-2, Hilfe. Ich sag ja, zum zweiten Mal einfach richtig gelegen. Ich habe eine Intuition, Leute. Ich kann euch auch sagen, wann ihr das nächste Mal ein Lotto gewinnt. Wirklich, schreibt mich an. Ich weiß, wann ihr Lotto gewinnt. Ich bin ein Weltspieler. Und ich sehe auf der anderen Seite, wärmt schon Dennis ordentlich auf. Alleine wie der anfährst, schaut euch das an, der ist wild aufs Spiel. Der ist so richtig wie so ein
Löwe, der 10 Jahre im Käfig war. Und jetzt wird er gleich zerreißen, wenn er reinkommt. Demis, wenn du ein Tor machst und wenn du nicht herkommst zur Kamera und in die Kamera jubelst, sind wir nicht mehr Freunde. Das ist nicht gehört. Hier ist jetzt mein Motto. Zeitalter wird angefangen. Austria mit einer guten Chance. Dabei übernimmt Nietzsche das Filmen und ich esse jetzt mein Motto drauf. So ist es. So Leute, Abonnenten sind auch fleißig am Start. Wie heißt du? David. Auf Insta? Da, Insta, egal. Ist egal, aber ich habe kein Insta. Okay, auf jeden Fall Abonnenten. Ich habe ein cooles Dress übrigens, Brasilien und Barca-Fan. Barca immer. Du bist ein Erdmann, du bist ein Mensch. Ja, und das wollten wir sehen, das 3:3 und Austria Wien ist zurück im Geschäft. Jetzt kommt Dennis endlich rein. Ich bin so happy. Ich habe so irgendwie, im Urin habe ich das, dass der noch ein Tor macht. Da ist Dennis. Nummer 42 hat der Mann. Ich gehe jetzt so richtig. So, jetzt zeig mal, was du in den Boss Vienna Videos gelernt hast, Dennis. Jetzt zeig mal her. Dreckige 42. Schaut ihn euch an, wie der Meter macht. Ja, mach zu da, großer, mach zu. Schau in die Kamera, schau in die Kamera. Jetzt mal zwischendurch. Wie cool sind diese Schuhe? Von 1 bis 10, schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich fühle die Schuhe unnormal. Zieh, Dennis. Ja, gut. Ja, okay, war nicht schlecht. War okay, die Idee. Beste müssen wir noch in den Videos üben, Dennis. Ja, stark. Man merkt schon, Dennis. Er hat so diesen gewissen Flair, also einfach so, er hat die Ideen, er braucht nur jetzt mehr Bälle und wenn der Mann öfters spielt in der zweiten Mannschaft, glaubt mir, der wird zerreißen. Er und Flo spielen noch sicherlich gut zusammen. Ist das abseits? Oh mein Gott, Hilfe! Guter Schuss, ey. Gut gemacht. Innen Strafraum, boah, die kommen wirklich gut, aber muss man sagen. Oh, jetzt probier. Oh mein Gott. Oh. Hilfe, Alter, Hilfe. Ja, bravo, Dit. Gut gemacht, überragend gemacht. Das Offensiv so wie definitiv. Bravo, Dizzi. Aber gut gemacht von Dizzi und Fischauer. Wirklich, die beiden spielen auch gut zusammen. Da merkt man, wer intelligent ist auf dem Platz. Also wer die Spielintelligenz hat. Und wie gesagt, Flo, offensiv sowie defensiv einfach überragend dabei. Dabei ja. Bravo, Flo. Oh mein Gott. Aber wieder überragender Ball von Flo. Man of the Match für mich heute, muss man sagen. Ball wieder raus. Ja, Itzit. Bravo, Leo. Itzit. Das ist die 19. Spielminute. 3 Minuten wird noch nachgespielt und jetzt gefährlicher Standard für Rapid. Man muss sagen, der Bre Janoric, der bringt richtig scharfe Bälle rein. Und ich glaube, auch den wird er gut reinbringen. Ich schwör's euch, Rapid ist richtig stark bei Standardsituationen. Aber wirklich verschuldet auch durch den Mann, der macht einfach so gute Eckbälle. War nochmal richtig gefährlich. Guter Laufweg. Ja,
ein guter Mann. Alles gut. Okay. Das Spiel ist vorbei. Ja, muss man sagen, 3-3 geht voll in Ordnung. Er ist ein Weltspieler, sagst du. Wirklich Man of the Match, muss man sagen. Also wer das Video sieht, schreibt es in die Kommentare, wer für euch Man of the Match war, aber für mich Gnabry, abgeholt. Jetzt schauen wir mal, wo die sind. Ja Leute, Spiel, wie gesagt, zu Ende, 3-3. Nochmal voll in Ordnung. Spiel war auch okay. Erstes, zweite Bundesligaspiel. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass wir in Zukunft auch zweite Bundesligaspiele zuschauen gehen. Er ist auch top gewesen. 30 Minuten Spiel, alle Aktionen, die er gemacht hat, überragend gemacht. Wirklich überragend. Laufwege top. Also wenn ein Mann von Anfang an spielt, macht er sich ein Tor. Und das Pro. Und ja Leute, das war's mit dem Video jetzt wirklich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.